Pfarrer, Papst, Diakon, Bischof? So viele Ämter in der katholischen Kirche. Aber wer macht eigentlich was? Weißt du? Diesmal mit dem Thema Bischöfe. Was ist ein Bischof? Ist das A, der Chef der katholischen Kirche in Deutschland, B, der Leiter eines kirchlichen Gebietes oder C, der Leiter der Caritas? Ich sag die zwei. Erste. Chef der Katholik oder so, ist klar. Der Leiter eines kirchlichen Gebietes. Richtig. Ein Bischof ist Leiter eines Bistums, eines kirchlichen Verwaltungsgebietes. Neben liturgischen und geistlichen Tätigkeiten ist er auch Chef der Verwaltung. In Deutschland gibt es insgesamt 27 Bistümer. Man könnte meinen, dass die Geistlichen in ihren Gewändern alle gleich aussehen. Aber wenn man genau hinschaut, wird deutlich, dass jede geistliche Gruppe bestimmte Kennzeichen aufweist. Woran erkennt man einen Bischof? A. Am Stab und der Amtskette, B. Am Stab und einem goldenen Gewand oder C. Am Stab und der Mitra. Oh, da bin ich nicht ganz sicher. Ich bin evangelisch. Wenn Sie mir noch kurz sagen, die Mitra, ist das ein Gürtel? Stab und Amtskette. An einem Stab und der Amtskette. Wir haben so eine große Kopfbedeckung auf und den Stab. Also ich würde sagen, die Kopfbedeckung und den Stab. Das Letzte an einem Stab und der Mitra. Richtig. Die Kennzeichen eines Bischofs, auch Pontifikalien genannt, sind der Stab und die Mitra. Sie symbolisieren das Hirtenamt eines Bischofs. Während die Mitra eine liturgische Kopfbedeckung ist, zeichnet sich der Stab durch eine spiralförmige Krümmung aus. Weitere Kennzeichen sind beispielsweise der Bischofsring oder das Brustkreuz. Neue Bischöfe werden immer durch bereits amtierende Bischöfe geweiht. So soll die Fortsetzung der Apostelgemeinschaft der Jünger Jesu sichergestellt werden. Wie aber wird man dann zum Bischof? Ist das A durch die Ernennung des Papstes, B durch die Wahl der Kirchenmitglieder oder doch C durch die Wahl der Bischöfe selbst? Das ist jetzt schwer. Des Papstes keinesfalls. Oh, durch die Wahl der Bischöfe selbst. Also Mitglieder, also. Sag mal, der Papst. Der Papst ernennt Kardinäle, ne? Der Papst. Ernennung durch den Papst? Richtig, ein Bischof wird durch den Papst ernannt. In einigen deutschen Bistümern kommt aber auch noch das Domkapitel ins Spiel. Dies ist eine Gruppe an Priestern, die dem Bischof beratend und unterstützend zur Seite stehen. Sie erstellen eine Liste an geeigneten Kandidaten und senden diese dem Papst. Nach der Prüfung der Liste durch den Papst sendet dieser eine Liste mit einem Dreiervorschlag zurück an das Domkapitel. Aus diesem Dreiervorschlag erwählt nun das Domkapitel einen Bischof. Der Papst bestätigt die Wahl und ernennt somit. In der katholischen Kirche gibt es ja auch Bischöfe. Ja. Die werden garantiert nicht durch den Papst ernannt. Obwohl ich keine Ahnung habe.